Herzlich willkommen zu meinem Wochenvideo und heute geht es um das Thema Zecken. Zecken und Borreliose, Zecken und FSME, Zecken und Borreliose kann man dagegen impfen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Borrelien kommen überwiegend in Zecken vor, zumindest wenn sie Kontakt zu uns aufnehmen. Eigentlich haben die ja ihren Stamm in Mäusen, in Spitzmäusen, und dort wiederum gehen die Zecken dran, die ja verschiedene Stadien durchlaufen müssen und sich dabei immer wieder mit Borrelien betanken. Borreliose ist ein Thema, das fast schon jeden einmal betroffen hat, denn die Borrelien tauchen in den Zecken auf, wenn die Zecken uns kontaktieren. Und dafür haben wir verschiedene Kontaktmöglichkeiten, nämlich den Spaziergang durch den Wald, durch das tiefe Gras, an irgendwelchen Ackerreinen, Büschen entlang, oder wir haben Haustiere, also sogenannte Hunde oder Katzen, die als sogenannte Zeckentaxis fungieren und damit die Zecken auch in unser trautes Heim bringen. Und dann kann es auch passieren, dass uns eine Zecke auf dem Sofa überfällt und dabei sozusagen anbeißt. Und wenn sie uns anbeißt, dann können die Borrelien auf uns überwandern. Und seinerzeit, als ich als Prüfarzt für die Zeckenstudie hier in Bremen das Prüfzentrum hatte und es ging seinerzeit um Azithromycin, also ein Gel, was auf einen frischen Zeckenbiss, diese Stelle, aufgetragen wurde, hatte man die Idee oder das Wissen darum, dass die Borrelien nach so einem Zeckenbiss etwa 4 Stunden brauchen, bis sie aus dem Verdauungstrakt und den Speicheldrüsen der Zecken in die Bissstelle überwandern. Dort verbleiben sie in der Regel noch für bis zu 4 Tage und können sich dann im Sinne der Wanderröte, also des Erythema migrans, in den Hautspalten, in den Lymphspalten ausdehnen und letztendlich den ganzen Körper befallen. Das allerdings passiert auch nur in 50% der Fälle und man wusste also und weiß auch heute nicht so ganz genau, ob nach einem Zeckenbiss sich denn Borrelien in den Körper bewegt haben und sich dort weiter vermehren. Und das Erythema migrans, die Wanderröte, kann auch Wochen später auftreten. Daher ist es also gar nicht so uninteressant, dagegen eine Impfung zu finden. Und das ist schon mehrfach in Angriff genommen worden und immer wieder gescheitert. Nicht bei Hunden, da gibt es das. Katzen zum Beispiel erkranken gar nicht an Borrelien. Und bei Menschen aber funktioniert es halt nicht so richtig. Nun hat aber die Firma Valneva, eine französische Firma, die übrigens auch einen Impfstoff, einen Totimpfstoff gegen Covid-19 entwickelt und vermutlich im Herbst diesen Jahres oder auch im Winter diesen auf den Markt bringen wird und damit sehr ähnlich sein wird zu dem chinesischen Impfstoff. Beide sind ja dafür bekannt, dass sie keine Sinusvenenthrombose oder andere Thrombosen auslösen. Aber in diesem Fall arbeitet Valneva zusammen mit Pfizer und die sind in einer Phase 2 Studie zugange mit 600 Teilnehmern unterschiedlicher Altersgruppen, also sowohl Kinder als auch Erwachsene, die zum Zeitpunkt 0, 2 Monate und 6 Monate oder in der anderen Armschiene 0 und 6 Monate geimpft werden. Und da will man schauen, inwieweit die sich gegen 6 verschiedene Borrelienstämme, Borrelia burgdorferi, das sind die, die im Wesentlichen hier in Europa bei uns zu Hause sind, eine Immunantwort entwickeln und dann eben nicht mehr daran erkranken können. Wir wissen ja durch die Bestimmung von IgM und IgG, also Antikörperbildung, dass es zu einer Serokonversion gekommen ist und dass der Körper sich immunologisch mit den Borrelien auseinandersetzt. Wir wissen aber auch, dass obwohl wir diese Antikörper haben, es nicht ausgeschlossen ist, dass die Borrelien sich sehr wohl im Körper auch weiter vermehren können. Wir geben normalerweise eine Antibiose immer dann, wenn wir ein Erythema migrans gesehen haben, gilt das als wirklich infiziert und erfordert auch oder stellt eine eindeutige Indikation zu einer Antibiotikatherapie. Gehen wir davon aus, dass wir diese Borreliose damit auch bekämpft haben und dass der Patient dann gesund ist. Tieruntersuchungen sagen da durchaus, also an Mäusen und Rhesusaffen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Aber bei Menschen wurden solche Untersuchungen noch nicht vorgenommen und auch Leichen, von denen es ja genug gibt, könnte man ja im Grunde genommen hinsichtlich vermehrungsfähiger Borrelien im Gewebe untersuchen, so wie man es mit den Tierversuchen auch getan hat. Das fehlt.
Nichtsdestotrotz ist es keine gute Lösung, wenn man meint, eine Borreliose zu haben, in chronischer Art andauernd Antibiotika zu nehmen, sondern da muss man wirklich Maßnahmen ergreifen, die sich um das Immunsystem kümmern. Und genau das ist natürlich der Ansatzpunkt dieser Impfung. Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine Impfung nur dann etwas bringt und dann sinnvoll ist, wenn man sozusagen bisher noch keinen Kontakt zu Borrelien gehabt hat. Dazu müsste man das genaue Studiendesign nochmal sich anschauen und natürlich auch auf die Phase 3 Studie warten. Wenn aber jetzt jemand sich mit einem Zeckenbiss konfrontiert sieht und innerhalb der ersten 4 bis 24 Stunden, das ist ja die Phase, in der am wenigsten Borrelien übertragen werden und dann steigt es ja exponentiell an, zum Arzt geht und sich dort die Zecke entfernen lässt oder mit seiner Zeckenkarte die Zecke auch entfernen lässt und vorsichtig herausbekommt, dann stellt sich ja immer noch die Frage, sind nun Borrelien übertragen worden, ja oder nein? Und da kam mir doch letzte Woche der Gedanke, dass man mit einer Hochfrequenztherapie sozusagen wie bei einer Entfernung eines Fibroms oder eines Altersflecks sich die Technik zunutze machen kann, dass man dort, wo man die kleine Nadel hineinsetzt, also quasi genau dort, wo die Zecke gesessen hat, eine Denaturierung des Gewebes erzeugt. Und das bedeutet auch, dass die dort sitzenden, also bis zu 4 Tage sitzenden Borrelien, so die Hypothese, eben auch denaturiert werden müssten und sich nicht weiter ausdehnen können, so wie es mit der Zeckenstudie und dem Azithromycin angedacht war und leider nicht zu signifikant positiven Ergebnissen führte. Nichtsdestotrotz lässt sich diese Möglichkeit bei Therapeuten, die zum Beispiel über so ein Hochfrequenztherapiegerät verfügen, ein Beispiel dafür wäre der Flebolizer, ausprobieren und schauen, was dabei passiert. Also ein sogenannter individueller therapeutischer Heilversuch im zu diesem Zeitpunkt immer noch prophylaktischen Stadium. FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist eine Erkrankung, die hier in Bremen nicht endemisch ist. Aber je weiter wir uns von Bremen entfernen, hin zu den skandinavischen Ländern, hin zu den östlichen Gebieten, hin in die süddeutschen Bereiche rüber nach Österreich und dergleichen, dort kommt tatsächlich die Frühsommer-Meningoenzephalitis endemisch in den Zecken vor. Die tatsächliche Erkrankungsrate pro Jahr, die gemeldet wird, liegt irgendwo zwischen 400 und 500 pro Jahr. Also keine endlos großen Zahlen. Nichtsdestotrotz ist so eine Meningitis, also Erkrankung der Hirnhaut, etwas, was morgens mit Kopfschmerzen beginnen kann und abends auf der Intensivstation endet. Und daher gibt es eben auch eine Impfung gegen FSME und die kann dann insbesondere, wenn man sich in solchen NDB-Gebieten befindet oder dorthin in Urlaub begibt, unter Umständen sinnvoll sein anzuwenden. Und natürlich, wie der Name schon sagt, Frühsommer, macht es wahrscheinlich Sinn, das auch im Frühsommer, also im Frühjahr quasi jetzt zu tun. Das zum Thema Borrelien und Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das zum Thema, da kommt gegebenenfalls eine Impfung gegen Borrelien. Und das zum Thema, was tue ich, wenn ich einen Zeckenbiss habe? Gibt es eine Möglichkeit, ohne Antibiotika zu mir zu nehmen, eine primär prophylaktische Maßnahme noch zu ergreifen, nachdem die Zecke entfernt wurde? Wenn also noch Fragen bestehen, dann schauen Sie doch zum einen auf die Seite der Deutschen Borreliosegesellschaft. Und zum anderen nutzen Sie Kommentarfunktionen, stellen Sie Ihre Fragen. Ich werde dort sicherlich nicht auf jeden einzelnen Kommentar antworten können, weil mir ganz einfach die Zeit fehlt. Aber ich werde dann sicherlich irgendwann einen zusammenfassenden Kommentar schreiben. Vielen Dank für Ihr Interesse und seien Sie doch nächste Woche wieder dabei. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo.